Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es in das letzte CC von diesem Jahr, nachdem wir ja im Sommer in Bern B1 gestartet sind und in Ecuador Welcome. Die Videos kann ich hier verlinken. Geht heute wieder nach Bern. Genau 2 Jahre nach unserem ersten CC reiten wir heute wieder ein B1 in Bern. Ich war gestern schon dort helfen und bin dann das B1-Gelände abgelaufen. Und was da jetzt der Herbst ein bisschen speziell ist, ist, der Start war schon immer auf dem Arbeiterplatz hinten gewesen. Und jetzt ist im Springpaddock hinten gewesen, also dort, wo die Geländesprünge sonst alle auch sind. Und jetzt starten wir ganz vorne auf dem Arbeiterplatz eben. Und zwar ganz am Rand. Dann galoppieren wir neben dem Arbeiterplatz auf den ersten Sprung, der noch auf dem Sandplatz steht, wo wir vorher springen. Und dann geht es aus dem Sandplatz raus auf der Sandbahn auf Sprung 2. Und dann sind wir eigentlich wieder im Springgarten hin und dann ist wieder alles normal. Es ist eher ein schwieriges B1, das haben mir viele Leute schon am Freitag gesagt, wo die erste Serie war. Aber ich glaube, das ist für uns alles machbar und wenn ich wirklich, wirklich gut reite, glaube ich, dass wir ohne Springfehler ins Ziel kommen. Zuerst ist jetzt aber am Morgen Dressur und dann am Morgen 4:09 bin ich im Dressur dran, etwa am 4:11 haben wir Springen und etwa am 4:04 haben wir einen Cross. Also eigentlich ziemlich viel Zeit zwischen Springen und Cross, für das ich noch ein paar Mal ablaufen kann. Wie gesagt, ich bin jetzt einmal gewesen, ich werde wahrscheinlich heute noch 2 Mal ablaufen. Ich glaube, ich habe mir das wirklich auch schon gut einprägen können. Ich habe auch schon den Plan seit dem Donnerstag. Und am Freitag habe ich eben schon erste Bilder gesehen. Das heisst, ich habe mir schon so ein bisschen anfangen zu vorstellen. Und deswegen glaube ich, dass 2 Mal ablaufen wird länger. Aber ich werde nicht sicher den Tag durch noch probieren mitzunehmen und ein bisschen zu berichten. Jetzt ist im Moment 6 Uhr morgens. Der Lemmy hat seine Magnetfelddecke drauf, die er heute wieder mitnehmen wird. Magnetfeld hilft ja bei Regeneration und so und auch Muskeln zu lockern. Deswegen setze ich gerade an CC immer sehr fest auf meine Magnetfelddecke. Und Zöpfe habe ich gestern am Abend schon. Und ja, ich hoffe, das kommt gut. Richter ist wieder Richter Zeller Schelker und Richter H ist Trümpi. Die habe ich gestern schon gesehen, als sie das Dressur gerichtet hat in B3. Und den Schelker kenne ich ja sehr gut und hat mich schon sehr oft gerichtet. Und ich werde mein Bestes geben. Meine Mutter war gestern auch Schreiberin im Dressur und sie hat sich dann noch so ein paar Tipps geholt bei der Richterin C. Was nicht die war, die mir heute schreibt, sondern die andere. Und das Wichtigste, hat sie gesagt, ist, dass man einfach schon sehr überzeugt einreitet, also nicht erstens geläutet hat, sondern so, wenn man vorher reitet, muss man überzeugt sein und so zu sagen, heute gewinnen wir. Das ist zwar sehr unrealistisch mit dem Lemmy, aber trotzdem würde ich versuchen, mit diesem Gedanken schon einzureiten und wirklich schon von halben Sekunden 1 an einen guten Eindruck zu machen. Ich hoffe, das kommt gut und ich wünsche euch viel Spass bei diesem Video. Ich hoffe, ich kann mich durch den Tag mal ein bisschen melden. Und sonst seht ihr jetzt die Videos von den Prüfungen. Viel Spass! Know the weather will get colder. That it can't always be spring. And when I pushed you in a stroller, you were looking up, singing life like a church hymn. You are gonna find your place, child. Of that much I know, I'm sure. Keep on laughing at the rain, I guess. Isn't that the place to start? Someday you will be stronger than you are now. But
you will not know everything. When the water's spilling over the bow, you'll still have me in the wings. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. Like she's made of gold. After all, she brought you here. And if you're lost, go see the ocean. It will always help you steer. Someday you will be stronger than you are now, but you will not know everything. Spilling over the bow, you'll still have me in the wings. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. I still won't know everything. But when I'm passing up and over the clouds, I hope that you'll have learned from me. Someday you will be stronger than you are now, but you will not know everything. And when the water's spilling over the bow, you'll still have me in the wings. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. You gotta get up to get down, kid. Hey, you gotta get down to get up again. So, also
das Dressur und das Springen habt ihr jetzt gesehen. Und, also ich habe das Dressur-Video jetzt noch nicht geschaut, aber eigentlich mein Gefühl war sehr, sehr gut gewesen, muss ich sagen. Mir hat gedacht, es war eigentlich locker gewesen, ist schön angaloppiert, weil sonst die Übergänge waren gut gewesen. Anscheinend sind die Richter nicht so einig mit mir. Und zwar haben wir 57% gehabt. Bis jetzt haben wir 58-59% im B1. Und ja, so ist es halt manchmal in der Dressur. Und mit diesem Resultat sind wir auf Rang 20 von 27 Startenden. Und ja, aber manchmal ist es halt sehr, sehr anders, was sie bewertet, als was man das Gefühl hat. Und ja, ich lasse mich so ein bisschen runterziehen. Dann sind wir in die Springen. Dort hier, ja, bin ich Sprung 1 mal wieder so ein bisschen angeritten. Ja, ich muss ja nur ein No haben. Ja, der hat ja gesehen. Dann ist mir so fast geblieben schon. Und ich dachte, Gott, wenn ich jetzt Revi am Sprung 1 habe, dann habe ich richtig verkackt. Und er ist aber noch drüber natürlich, mit No, wie wir mich alle kennen. Und dann habe ich beschlossen, ja, wir müssen auch nur No haben, aber ich muss mit ihm halt vorwärts reiten, sonst denkt er irgendwie, wir meinen das nicht ernst und bleibt eben einfach so verstehen. Dann bin ich weiter vorwärts geritten, wir haben eine schöne No-Felder-Runde gezeigt und haben sogar die drittschnellste Zeit vorne gehabt. Und, also die Zeit spielt ja keine Rolle, aber mit ihm muss man halt einfach so ein bisschen vorwärts reiten, sonst nimmt das euch nicht ernst. Jetzt hat er ja auch gesehen, ist meine Mami mit ihm ein bisschen am Spazieren. Und ich tue jetzt ein bisschen für die Schule lernen. Und dann geht es dann ein. Ja, etwa 2 Stunden. Dann müssen wir dann wieder führen. Und dann geht es noch ins Cross.